Hey, du da, ich muss ganz Schlimmes geschehen, ja ganz schlimm. Tom und Tam Tam. Die Moblins sind ins Dorf gekommen, Ja, ganz viele, eine ganze Gruppe von Moblins. Kesko, einen wunderschönen guten Abend. Danke dir fürs Horsten. Hör mal, läuft. Und einen wunderschönen guten Abend an die herzlichen, an die freundlichen Damen und Herren von Kesko Stream. Ich hoffe, alles war fantastisch. Wie ist die Lage? Und was wurde gestreamt? Und warum nicht noch viel, viel mehr Tighter-Shit? Hi, dankeschön, sehr lieb von dir. Herzlich willkommen. Ganz viele, eine ganze Gruppe von Miblons im Moblitz sind nämlich da. Wir spielen gerade Zelda und wir werden überfallen vom Miblons. Da sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, es war vielleicht böse. Bin besser selbst raus, was geschehen ist. Ja, die Panik in den Augen. Im Möwendorf. Hi, du siehst genauso panisch aus. Geh erstmal das Huhn. Den Müll wegbringen. Kreisch, das ist entsetzlich. Sie haben meinen Komet entführt. Du hast einen eigenen Komet? Wahnsinn. Immer noch Spyro, hätte ich mir fast denken können, ja. Hier wurden Weisheitszahlen gezogen. Oh, gute Besserung, Alter. Ich hoffe, du hast nicht so viele Schmerzen. Es ist entsetzlich. Sie haben meinen Komet entführt. Die Moblins. Warum hilft mir denn keiner keiner meinem kleinen Komet? Ja, wir gehen deinen Komet schon retten. Wo auch immer der Komet sich befinden mag, wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des Moblin-Waldes. Würde ich jetzt einfach mal so geradeaus ins Blaue vermuten. Aber Ray, hast du auch die Weisheitszähne gezogen bekommen? Ich hatte bisher das Glück, dass mir das noch nicht passiert ist. Betäubung ist langsam... Du hast jetzt mit Betäubung gestreamt? Auch gut. Ich musste gerade an ein Video denken, Markiplier, als der sich die Weisheitszähne erziehen lassen hat, der das Ganze auch in einem Vlog quasi dokumentiert. Es ist eines der besten Videos, die ich jemals gesehen habe. Es ist absolut herrlich. Ich habe an dem Tag beschlossen, dass ich, sollte ich die Weisheitszähne mal gezogen bekommen, das nicht tun werde. Wer weiß, was da das ans Tageslicht kommt, du. Hi. Kokolinsteppe, ja, okay. Haben wir gut hingekriegt. Ja, freu dich doch bitte noch ein bisschen mehr, dankeschön. Wo wollen wir denn hin? Wo ist denn hier, Mr. Hundmensch-Typ? Hier können wir noch nicht lang. Da können wir nicht lang. Hier können wir jetzt lang. Oh, könnte ich das jetzt schon machen? Nee, weil ich brauche erst die Handschuhe, ne? Kann ich die verschieben? Ich brauche erst meine übernatürlichen Kräfte, ne? Das geht. Ich kenne die Reihenfolge leider gar nicht auswendig. Maxi-Line! Aber da kommst du ja gerade richtig, ne? Aber gibt es in dem Spiel auch eine Miefer? Wahrscheinlich nicht, oder? Danke dir für 20 Monate hintereinander. Heilige verdammte Scheiße. Natürlich auch dir. Herzlich willkommen zurück in der Familie. Und weiterhin natürlich viel Spaß mit den jetzt definitiv besten Emotes, die dieser Planet jemals gesehen hat. Hashtag neue Krutzhüppe für Max. Dankeschön, sehr lieb von dir. Wie ist die Lage? Was macht die Kunst? Und warum nicht noch viel besser? Max. Eigentlich müsstest du mal... Du müsstest mal ein Kind in die Welt setzen und dann nennst du das Karl Marx. Das wäre toll. 20 Jahre. Ja, drölfte gar. Sieht auch wichtig aus hier. Mit den komischen Dingern drumrum. Da wollen wir noch nicht rein. Nehmen das mal vorne weg. Danke für die 3 Bitties. Das Beste, was du so lange gespielt hast. Verständlich, verständlich. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Das ist soweit korrekt. Ist cool, ne? Wir spielen das jetzt gerade auch nicht blind. Ich habe das privat auch schon sehr viel weiter gespielt als das jetzt hier. Aber, also tot, ohne Tod werden wir hier sehr wahrscheinlich nicht durchkommen. Das kann ich wohl schon mal ankündigen. So gut bin ich in diesem Spiel nicht. Da müssen wir, also Speedrunner oder sowas, ne, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Keine No-Death-Runs bisher. Wie sich das gehört. Hi, du siehst sehr sympathisch aus. Aha, du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Mio Mio gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Du solltest erstmal dich retten. Okay. Boah, das Tok-Tok-Tok war großes Tennis. Du kannst nur No-Death-Runs. Hast du nicht auch mal Breath of the Wild gespeedrun zwischenzeitlich? Yes. Die, Bitch. Was, Köter? Was? Die haben das doch gesagt, nicht ich.
Eindeutig. Hi, guck mal, wen ich gefunden habe. Ansehen. Du hast Komet gerettet, ein furchterregendes Vieh. Sisse, die haben das gesagt. Danke euch. Ich bin ein braver kleiner Panda. Ich würde sowas nie zu einem so kleinen, braven Pandalein wie dem hier sagen. Und die Kettengeräusche sind... Das Sounddesign in dem Spiel ist absolut großartig. Kommst du ja in die Top-Zeiten? Ja, ich meine, gut, das ist, aber ich meine, Speedrunner machen das auch wirklich teilweise seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also, ich glaube, das ist sehr schwer, wenn überhaupt möglich ist, mal eben mit so ein bisschen Zocken daran auf das Niveau zu kommen. Aber überhaupt, Speedruns zu versuchen, ich glaube, das ist was jeder mal versuchen sollte in seinem Leben, der gerne spielt. Gut! Beziehungsweise, Entschuldigung, ich meine natürlich gut. Ein furchteinflößendes Tier, was du da bei dir hast. Vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf. Ja, verstanden. Wer spielt Dark Souls? Max spielt Dark Souls? Immer eine gute Wahl. Komm ich hier nicht durch? Muss ich einmal außen rumgehen oder was? Lahm. Lahm. So lahm, dass es Philipp heißt. Oh ja. Mario Odyssey, das stimmt. Ich meine, das hast du sogar erzählt, oder Yoshi? Ich meine, mich daran erinnern zu können. Wahrscheinlich hast du es nicht gesagt, ich bilde mir das ein, aber das macht gar nichts. Lahm Philipp, auch. Ja, Odyssey ist, Odyssey wirkt auf mich so als eins der interessanteren... Was, Graben? Was willst du von mir? Als eins der interessanteren Speedrun-Spiele, weil du viele, viele verschiedene Sachen machen musst. Hi! Hallo, mein Name ist Dr. Wright, definitiv nicht aus SimCity. Ich schreibe gern Briefe. Leider antwortet mir nie jemand. Das ist aber schade. Und du so? Kannst du nie einen Brief schreiben? Oh, scheinbar nicht. Doof. Armes Ding. Wir werden doch wohl nicht im Laufe des Spiels mal in die Situation kommen, dem Typen einen Brief zu schicken oder sowas in die Richtung. Das ist ja total absurd. Wer käme denn auf solche Ideen? Auf Sonnenspökes. Quasi. Hier was drin? Phoenix Wright. Auch. Moment, hi, die kann ich ja nehmen. Yes. 20 Ocken läuft. Todesscheibe. Wunderschön, guten Abend. Wie ist die Lage? Fuck. Jetzt reicht's aber hier. Da können wir noch nicht hin. Was da wohl drin sein mag. Wohl keine Meeresfrüchte oder so ein Schmuh. Das letzte große Switch-Spiel vor Pokémon. Meinst du das hier? Ja, ich meine gut, Luigi's Mansion erscheint in ein paar Wochen noch, ne? Das will ich persönlich schon noch dazu zählen, auch wenn ich mit der Reihe bisher nicht allzu viel in Kontakt gekommen bin. Robin, danke für die 20 Bitties. Sehr lieb von dir. Für die 20 Ocken. Hashtag. Hi. Gefahr, betreten verboten, außer für Komet. Ja, dann haben wir ja Glück, dass wir Komet dabei haben, weil sonst dürfen wir nämlich gar nicht hin. Diese Pflanzen, die wir hier sehen, die sind nämlich nur zerstörbar von... Da, so. Wenn wir da drauf kloppen, passiert gar nichts. Wenn Kollege Komet da drauf kloppt, ist alles kaputt. Das, der kann die umbringen, wir können es nicht. Ziemlich cool. Und deswegen mussten wir den holen, um überhaupt hier weiterzukommen. So läuft der Kram. Gott sei Dank. Ja, am 31. Oktober. Es ist wenigstens mal ein Release-Termin, den ich auch verstehen kann. Luigi's Mansion am 31. Oktober ist, glaube ich, ein absoluter Selbstläufer. Bin mal gespannt. Die Luigi's Mansion so wird. Menschen. Ja, Mahlzeit. So, jetzt kommen wir rein und hier ist nämlich dann der nächste verfickte Schrein, glaube ich, oder sowas. Ist das schon der nächste Schrein? Dungeon. Die Djinn-Grotte, also quasi der Djinn-Dungeon. Cool. Nehmen wir so. Hinfort. Luigi Mensch. Auch. Aber ist Luigi nicht eigentlich auch ein Gott? Ist Luigi mit Waluigi verwandt? Je nach hätte er zumindest göttliches Blut, laut Niklas. Luigi's Human. Human! Human. Was? Was? Darf ich kurz Kritik üben? Ja, klar, sicher. Der Gina Dungeon? So? Ey, warte mal. So, wahrscheinlich. Ich möchte wahrscheinlich erstmal... Wie möchte ich denn? Kann ich den schon umbringen?
Ich dachte, ich könnte mich daran erinnern, dass ich ihn schon mal umgebracht habe. Ja, auf Pokémon bin ich auch sehr gespannt. Easy, danke für die 10 Bitties. Brauchst du ein zweites Spiel? Grundsätzlich immer. Die Antwort ist immer ja. Habe ich den Schlüssel schon gesammelt? Ja, habe ich, ne? Ich glaube schon. Hashtag Shy Guys. Mhm. Die guten Alten. Komm ich hier so ran? Yes. Schlüssel für mich. Ab dafür. Yes, yes. Die Bitch. Noch ein Schlüssel. Oh, wie gut wir sind. Überragend. Das kann ich sogar sehr gut gebrauchen gerade. Guck mal, hier sind ganz schön viele Pötte. Ebenso wie eine Truhe am Anfang des Dungeons hinter Pötten. Die wir alle nicht aufheben können. Was kann das nur bedeuten? Was, oh was nur. Noch ein Dark Souls? Immer. Jeder. Wer nicht? Möchte ich hier lang? Vielleicht nicht. Heißt dann da der Schlüssel und ich muss wahrscheinlich aber komplett außen rum. Okay. Soweit, so klar. Ich kann folgen. Nein, ich kenne das Spiel nicht auswendig. No Death Runs in Link's Awakening sind ranzig? Was meinst du? Weil die so leicht sind? Oder? Ich kann mir vorstellen, dass gerade mit den Rüstungsupgrades, die man später noch bekommt, das macht es ja zumindest mal nicht schwerer, würde ich mal schätzen. Beide eigentlich, oder? Das sieht schon sehr, sehr offensichtlich aus. Geh weg. Ich hätte gerne mal wieder ein Herz oder so. Dankeschön. Gibst du mir ein Herz? Du gibst mir kein Herz. Aber vielleicht wird das zu einem Item. Wer links synchronisiert? Ich würde schätzen, irgendein Japaner. Ich weiß nicht warum, die Stimme klingt für mich irgendwie japanisch. Sind die schwer, echt? No Death Rat? Aber Moment. Das heißt, ich schlage mich ja gerade eigentlich ganz gut, ne? Weil wenn die am Anfang schwer sind, ich bin bisher ja noch nicht gestorben. Also ist ja, also im Prinzip, vielleicht ist ja in mir ein... Fuck. Vielleicht ist in mir ja ein No-Death-Runner quasi verloren gegangen. Aua. Was willst du wetten, dass ich jetzt sterbe? Allein, weil ich das gesagt habe. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt sterben werde. Ah, mein Gefühl hat mich getäuscht. Guck dir das mal. No Death Run in between, Links Between Worlds. Oh, das Spiel ist, glaube ich, habe ich sogar noch leichter in Erinnerung als das hier. Oder? Links Awakening habe ich nicht als ein sehr schwieriges Spiel in Erinnerung. Kann ich hier schon hin oder muss ich hier irgendwas abwarten? Ne, ich kann hier hin. Ne? Okay, cool. Yes, die nehmen wir sehr, sehr gerne. Danke euch. Hurra! Ja, aber gut, der Anfang ist wahrscheinlich bei allen Spielen, wo du irgendwann deine Lebensanzeige quasi auffüllst, wahrscheinlich das Schwerste, würde ich schätzen. Mutmaßlich ein Stück weit normal. €20. Paketzusteller ist ein super entspannter Job. Oh ja. Aber ich gehe davon aus, dass Paketzusteller kann schon entspannend sein. Das kommt durch viel auf deinen Boss an, würde ich mal schätzen. Einige sind mutmaßlich ein bisschen entspannter als so andere Bosse, aber insgesamt... Und es kommt, glaube ich, auch sehr, sehr stark darauf an, in welcher Region du das machst. Also irgendwo im Ruhrgebiet, wo du am Tag so viele Leute abklappern musst, das Kraftarmband erhalten, damit kannst du endlich deine Steine und Krüge hochheben. Yes, wer hätte das kommen sehen? Hurra. Ich glaube, das kommt sehr, sehr viel auf den Ort an. Ich stelle mir das zum Beispiel auf dem Dorf sehr, sehr viel entspannter vor, als halt in Großstädten oder sowas in die Richtung. Wenn ich jetzt schätzen müsste. Übrigens auch, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, mit dem Schild. Der Handschuh war normalerweise auch eins der Items, wie zum Beispiel die Feder und das Pulver, die man früher auf die Knöpfe verteilen musste. Der hat jetzt auch einen eigenen Knopf, was ziemlich cool ist. Also du hast
Das Schwert, das Schild und das Kraftarmband hast du auf einem eigenen Knopf. Das heißt, du bist sehr, sehr viel weniger im Menü am Rumfummeln, was ziemlich cool ist. Weil das eine der Sachen waren, die mich persönlich am Gameboy-Spiel, am Original, am meisten genervt haben. Man, ja, es ist ein Spiel, das halt relativ alt ist und der Gameboy hat nur zwei Knöpfe, das liegt in der Natur der Sache, aber umso schöner, dass das dann eine der Sachen waren, die sie nicht beim Original belassen haben. Finde ich cool. Sehr, sehr klug. Sehr, sehr klug. Möchten wir hier rein? Stimmt. Sieht nach einer Sackgasse aus. Hier wollen wir rein. Hier ist gut. Kann ich die umbringen? Ah, Moment, hier wird wahrscheinlich. Okay, cool. Yes. Ja, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie in Ocarina of Time mit dem ganzen Menü rumgefummel in dem Wasser-Dungeon zum Beispiel. Das ist schon wichtig, wenn du die Möglichkeit hast, solche Sachen auszumerzen, dass du es dann ausmerzt. Das ist der Grund, aus dem viele Leute schimpfen sehr, sehr viel, oft zugegebenermaßen berechtigt. Über Remakes und Ding und Remasters und den ganzen Kram. Aber wenn du ein Spiel hast, das so alt ist und das seine Fehler nun mal naturgemäß hat und es dann aber richtig machst, dann ist es schon okay. Finde ich persönlich. Also ich meine, ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass die Spiele ansonsten unspielbar sind, aber so ein paar Quality of Life Veränderungen sind ja schon manchmal was Feines. Was? Okay. Ich kenne die Rätselslösung hier, aber man bekommt später mal einen Hinweis. Ich werde jetzt mal so tun, als würde ich den Hinweis noch nicht haben. Ich glaube, das ist sinnvoller. Filmremakes, die gut angekommen sind. S. Fällt mir aus dem Stegreif ein. Friedhof der Kuscheltiere, sagt Frauken. Das weiß ich aber nicht. Habe ich den Schnabel überhaupt schon? Ich habe den Schnabel noch gar nicht. Das heißt, ich kann hier noch gar nicht mitarbeiten. Jurassic Park? Sind die Jurassic World Filme Remakes per se? Nee, oder? Sind das nicht komplett neue Filme? Bei Spielen klappen Remakes besser? Ach ja, es kommt immer aufs Remake an, würde ich sagen. Es gibt gute Filmremakes, es gibt gute Spielremakes, es gibt dann aber auf der anderen Seite natürlich auch Remakes von Spielen, die absolut unbrauchbar und schlecht sind. Mir fällt gerade ganz aus dem Stegreif ein, aber ich weiß, dass ich... Also es gibt einige Remakes, wo ich mich gefragt habe, ob das wirklich nötig war. Mir fehlt ein Schlüssel. Wo kann ich denn noch einen Schlüssel herholen? Es gibt viele Disney-Remakes, ist das so? Ja, gut. Frau gesagt hat, diese ganzen, Ach stimmt, der Schlüssel hier, den habe ich ganz vergessen. Diese ganzen Remakes jetzt von Filmen, die mal Zeichentrick waren. Also König der Löwen oder das Dschungelbuch. Zählt das auch? Ja. Das sind ja auch Remakes, genau genommen. Ich mochte New and Tasty gar nicht, ne. Das Remake vom ersten... Es gibt vom ersten Pokémon-Film ein Remake? Das wusste ich gar nicht. New and Tasty ist für mich ein Spiel, das viel zu sehr auf Optik achtet. Und das vor allem den Kern von Oddworld gar nicht verstanden hat. Weil... Das Spiel ist für mich erstmal viel zu flashy, weil einer der großen Reize von Oddworld war, dass es ja nur mal eine runtergekommene Fabrik war, wo irgendwelche Schurken irgendwelche Sachen gemacht haben, die vielleicht nicht gänzlich für Karma auf Reddit sorgen würden, sagen wir mal so. Und dementsprechend waren auch die Umgebungen. Aber in dem Remake sind die Umgebungen dann nicht mehr runtergekommen und wie Vogel sagen würde, ranzig,
Sondern auf einmal ist alles voll mit bunten Halogenstrahler-Werbungen und so einem Kram. Das passt da für mich gar nicht rein. Und dazu die Tatsache, dass im Prinzip in Oddworld jeder einzelne Raum, das hat ja nicht gescrollt, jeder einzelne Raum war ja quasi ein Puzzle für sich und so war das Spiel auch aufgebaut. Das funktioniert aber in dem Spiel gar nicht mehr. Davon ab sind die Controls auch sehr, sehr merkwürdig. Senke die Bodenplatten, indem du den Kristall anschließt. So viel haben wir verstanden. Also das Oddworld Remake ist für mich ein Beispiel dafür, dass man Spiele sehr wohl auch kaputt machen kann. Ich glaube, dass vieles davon relativ egal ist, wenn man das originale Oddworld nicht gespielt hat. Also, dass Leute, die das Spiel vom Original von der PlayStation nicht kennen, die Probleme dann wahrscheinlich nicht hätten. Ich bin mir auch sicher, dass es viele Leute gibt, denen das einfach egal ist, die es trotzdem lieber so haben. Aber für mich haben die viel von dem Reiz von dem Spiel teilweise komplett grundlos einfach in den Abfalleimer geworfen. Was schade ist. Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg auftun. Was soll das heißen? Das willst du jetzt schon wieder von mir. Guter Witz. Original nicht gespielt, aber New and Tasty würdest du gerne mal spielen? Ich bin grundsätzlich ja eher so Traditionalist, deswegen würde ich grundsätzlich... Wenn du mich fragen würdest, eher sagen, versuch das Original. Aber... Ich meine, den Reiz des Spiels verstehe ich schon. Das Remake ist halt zeitgemäßer, aber zeitgemäßer ist ja nicht immer besser, weißt du? Erst die langohre Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Das ist der Hinweis, auf den ich gerade ansprach. Also erst den Hasen, dann die, ich glaube, Fledermaus und dann den Ritter. Das ist der Hinweis, wegen dem ich gerade nochmal zurückgegangen bin. Eine Möglichkeit aktuell? Was meinst du, die alte Version zu spielen oder grundsätzlich die neue zu kaufen? Oder grundsätzlich irgendwas zu kaufen? Gibt's hier nicht ein PlayStation Network? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hab's halt versucht. Ja, es war ja ein ehrenwürdiger Versuch, Robin. Selbstverständlich. War das jetzt hier? Erzähl auch mal einen Witz, der nichts mit Ärzten zu tun hat. Ne. Ganz ehrlich. Kein Pexin. Ich kenne überhaupt gar nicht viele Witze. Ich fand Witze immer... Die meisten Witze, die ich gehört habe, waren... Meh. Es ist halt... Die Natur eines Witzes... In der Natur eines Witzes liegt es natürlich, dass es eine komplett konstruierte Geschichte ist, die einfach nur dafür da ist, Leute zum Lachen zu bringen. Das ist immer lahm. Ich weiß, ich bin schrecklich. Da bin ich doch lieber albern. Und zieh dämliche Grimassen in Kameras. Es ist doch sehr viel besser, oder? Da sind wir uns ja wohl alle einig. Also erst den Hasen und zuletzt den komischen Ritter, ja? So. So. Komm rüber. Komm rüber. Danke. Den blöden Sack. Krutz ist ein verdammt schlechter Witz. Hi! Guck mal, wir haben was freigeschaltet. Wir haben ein Rätsel gelöst. Klug, wie wir sind. Das ist ja der Wahnsinn. Gib mir das. Cool. Müssen wir noch irgendwas anderes machen in dem Dungeon? Wir müssen nichts anderes mehr machen in dem Dungeon. Okay. Dann zum Boss. Auf zur Boss, ja.
Ja, aber ja. Witzig und ein Witz ist ja, also das ist für mich schon was anderes. Also witzige Sachen sagen ist natürlich was anderes als ein Witz. Ein Witz ist für mich halt irgendein ein geschlossenes Ding, wie diese total konstruierten, sitzt ein Deutscher und ein Pole und ein, was weiß ich, Hubschrauber in einem Flugzeug. Der Kram, darauf, die Dinger meine ich. Die fand ich immer, also ich finde das, naja, da lacht man einmal drüber, aber die wenigsten, gar keine offensichtlich, war jemals irgendwie wirklich was, was bei mir hängen geblieben ist, weil das viel, ich empfand das immer als relativ flach. Harr, 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 ich bin heute dein Gastgeber, harr, harr, harr. Hey, cool, erzähl. Wollte ich gerade irgendwer Kritik äußern? Da haben wir Kesko schon vertrieben vorher. Was ist denn da los? Das muss wohl sehr, sehr harsche Kritik gewesen sein. Wenn er nicht mal mehr bleiben kann, bis er den Satz zu Ende geschrieben hat, das muss schon ziemlich schlecht sein. Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Hi! Guck mal, umgekippt. Kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Das mickrige Schwert zerstört meine Flasche nicht. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus als dieses Spielzeug. Im Original hatte übrigens, das Ding hat jetzt, Edgy Badgy. Mit meiner Flasche bin ich unverwundbar. Das Original hatte diesen Boss auch, das hatte aber jetzt, die Vase hat jetzt allerdings Risse, das gab es im Original nicht. Das heißt, du hast im Original nicht mal mehr gesehen, dass du Schaden gemacht hast. Das sind auch solche kleinen Quality of Life-Dinger. Kiri, wunderschönen guten Abend. Hi, wie geht's dir? Was ziemlich cool ist, manchmal sind es die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Harsche Kritik. Ist das dieses Mario? Exakt. Wir spielen gerade Luigi. Das hier, was wir gerade in der Vase durch die Gegend werfen, ist Bowser. Entschuldigung, mit Vase meine ich, das ist natürlich keine Vase, sondern ein Goomba. Du hast meine Flasche zerstört. Du hast meinen Goomba zerstört. Du wirst es bereuen. Okay. Ja, shit. Ich werde sterben. Hä, wie soll ich denn ausweichen? Aber oh, der kloppt danach noch eine Weile, okay. Aber wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, bin ich tot. Oh nee, ich hoffe, der Herzcontainer bleibt jetzt da. Nice. Aber wer muss schon No Death Runs machen, wenn er stattdessen sowas haben kann? Das ist doch sehr viel cooler. Möchte ich meinen. Die. Die. Yes. Geht fort. Scheiße. Nein, nein, nein. Musste man nicht auch im Original irgendwie nach hinten ziehen, wenn man Sachen aufgehoben hat? Das musste jetzt auch nicht mehr, nur mal so am Rande. Ja. Der Wahrheit entsprechend. Kneesi, danke dir für die 50 Bitties. Bitte? Da kann ich immer noch nichts dran ändern. Moment, war das hier? Nee, das war nicht hier, ne? Das war... Ja. Ach, Moment, ich hatte mir eine Sache vorgenommen, und zwar die Treppen zu markieren, also miteinander quasi zu verknüpfen, sodass ich weiß, welche wohin führt. Das wäre wahrscheinlich eine kluge Maßnahme. Wahrscheinlich sollten wir das tun. Die Bitch. Nicht? Wollte ich auch gar nicht. Dann leb halt alleine weiter. Guter Clip. Katzenmann, hi. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Weißt du was? Wahrscheinlich hat er wieder einfach Hunger. Ich fühle mich jetzt wieder geehrt, denke mir, oh, meine Katze halt, zeigt Zuneigung, aber. Bitte? Was? Ah, Gott sei Dank. Okay, also zumindest bleibt er tot, das heißt, ja, gut. Wir mussten einmal überflüssig durch den Dungeon latschen, aber gut, wir haben es überlebt. Hi. Geht hier so?
Erzähl. Du hast den der Tritonshorn erhalten. Was ist denn ein Tritonshorn? Ein Tritonshorn. Ich muss nicht sagen, wie das aussieht, ne? Nein, nein, das wissen wir alle. Da sind wir uns alle drüber bewusst. Da kommen die ganzen Toads her, Alter. Da kommen die ganzen Toads her. Erzähl. Uranga, Steppe. Die Steppe wartet. Da steppt der Bär. Warte. Gern geschehen. Ach, den haben wir immer noch. Muss ich den jetzt wegbringen, den freundlichen Hundemann? Oder? Dankeschön. Hast du gut gemacht. Wir bringen den mal zu der Dame. Gucken, was der so geht. Die Bitch. Die Bitch. Yes. Mit dem müssen wir nicht reden. Ich kann das jetzt einfach mal vorwegnehmen. Das ist der Typ für den Zelda-Maker-Teil. Hier drin, das ist das Gebäude. Hier war früher irgendwie ein anderes Gebäude drin im Original. Da drin ist jetzt... Was ist das? Hi. Da drin ist jetzt, cool. Da drin ist jetzt der Raum für den Dungeon-Maker-Teil halt. Also nichts, was wir im Moment uns jetzt angucken müssten. Easy, danke dir für die Bitties. Was hast du denn gegen Zelda? Macht Twitch immer noch Probleme? Vor ein paar Wochen hatte ich mit Twitch auch noch dauernd Probleme mit dem Chat, aber mittlerweile hat sich das eigentlich gelegt. Aber Moment, wir könnten jetzt das eine Herzteil hier holen. In der Höhle oder wo das war. Dankeschön. Und dann... Man kann noch klauen im Remake. Ich schätze schon, dass man klauen kann. Werden wir aber nicht machen. Das war das hier. So. Die Bitches. Ist ziemlich, eigentlich will ich den gar nicht loswerden, weil eigentlich ist der ziemlich praktisch. Ziemlich cooler Typ, der Hundemensch. Ja. Was? Ne, ist nur halb voll. Wie viel habe ich jetzt? Zwei erst, ne? Drei schon. Oh wow, okay. Das heißt, wenn wir noch eins holen, dann haben wir einen neuen Herzcontainer. Das wäre schon ziemlich fantastisch. Das wäre Großtennis. Das möchte ich, glaube ich, sogar mitnehmen, weil damit kann ich hier einmal kostenlos meinen Staub auffüllen. Ach so, genau. Ihr seht das nicht. Hier werden übrigens oben die Items auch angezeigt. Ich zeige das einmal kurz. Nur mal so on the rant. Hier war noch irgendwo eine Truhe hinter einem Stein, oder? Wo war das? Oh, Moment, hier war ich auch noch nicht drin. Kann ich hier drin irgendwann mal? Was geht denn, Alter? Uni ist ein geiler Typ, ja. Okay. Doch, ich hab noch Zauberpulver. Es kann sein, dass es auch eines der Features quasi ist, von dem Remake, schätze ich mal. Ich hab's so genau aus dem Original nicht im Kopf, ehrlich gesagt. danke für die 10 Bits, easy. Wer stört mich beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen? Ja. Vielleicht wäre das ja sehr, sehr nett. Musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen? Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Dankeschön. Cooler Kerl. Also wir haben jetzt 40 Zauberpulver statt 20. Tighter Shit. Und weil Zelda nie dein Ding war, bist du stolz, nie Zelda gespielt zu haben. Logische Schlussfolgerung. Gib ihm das sein, Alter. Gib ihm das sein. War nicht noch irgendwo was? Irgendein Item hinter einem Stein oder so? Doch, ne? Irgendwas war noch. Wieso sagen die? Also, wenn ich Nein gesagt hätte, hätte der bestimmt dasselbe gemacht, oder? Der Schlingel? Graben. Ja, ich kann nicht graben, du Scherzkeks. Ich habe keine Schaufel. Mach doch mal die Augen auf. Ah, hier. Guck, da wollen wir hin. Das ist das, was wir haben wollen.
was eine Zaubermuschel erhalten, wofür die wohl gut ist. Ich habe keine Ahnung, wir werden es natürlich nie herausfinden. Wie das halt so läuft. Mhm. Wir könnten jetzt erstmal irgendwie den freundlichen Herrn weg hier. Hi. Hi. Merci, danke. Es war so süß von dir, dich um den kleinen Komet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Hm, Schmatz. Du hast einen Kuss von Madame Mio Mio erhalten. Du Glückspilz. Mhm.